Wenn ihr wissen wollt, ob sich der Kauf des ersten großen DLCs zu Assassin's Creed Origins namens The Hidden Ones bzw. die Verborgenen lohnt, dann bleibt dran. Das erste Add-on des Spiels ist ja jetzt nun einige Zeit draußen und ich habe die genutzt, um dem Ganzen mal auf den Zahn zu fühlen und wirklich ins Detail zu gehen beim Testen, ob mir das Ganze Spaß macht, ob sich die 10 Euro lohnen und darüber möchte ich euch hier im Video berichten. Meine Erfahrungen in dem Spiel waren wirklich großartig. Das Add-on fühlt sich eigentlich noch fast besser an als das Hauptspiel, ehrlich gesagt, denn die Story ist irgendwie flüssiger, man findet die Charaktere so ein bisschen griffiger vor, alles ist irgendwie ein bisschen tiefgreifender. Es ist einfach ein rundum gutes Paket. Vergleicht man das mit dem Hauptspiel, das war ja teilweise wirklich ein bisschen flach. Die Emotionen waren sehr beschränkt auf Wut und Frustration von Bayek. Währenddessen haben wir dann hier auch tiefgreifende moralische Geschichten, nach denen gehandelt wird. Mehr spoilern möchte ich da auch nicht, aber die Story ist einfach wirklich grandios, wenn auch wirklich sehr kurz, also ihr seid da in 3 Stunden durch. Ich glaube, ich habe das Spiel ungefähr 2,5 Stunden gezockt und währenddessen noch Videos produziert. Da war ich schon durch die Story durch. Erwartet nichts Großes, aber erwartet etwas Großartiges, weil das macht wirklich Spaß. Ich fand die Story, wie gesagt, echt packend und echt cool. Der zweite Punkt sind dann natürlich die Nebenquests. Auch die sind sehr liebevoll und sehr wichtig. Wir übernehmen Aufgaben, die wichtig sind. Wir machen Dinge, die nicht unnötig sind, wie sammle 10 Totenköpfe, sondern wir machen einfach Dinge, die der Sache förderlich sind, der wir hier im DLC nachgehen, und zwar dem Aufbau des Assassinenordens. Und das spürt man auch. Das fühlt sich einfach sinnvoll an. Ja, dann natürlich noch die Map, die ist einfach cool. Also es ist wunderschön gestaltet, wir haben eine schicke Oase, wir haben karge Felslandschaften, die sehr authentisch sind. Also ihr müsst wirklich verdammt viel klettern, wir haben eine richtig, richtig geile Festung und die ist wirklich gigantisch. Da könnt ihr euch nochmal drauf freuen, beziehungsweise habt ihr euch wahrscheinlich schon drüber gefreut, wenn ihr das DLC schon gespielt habt. Dann haben wir im Norden noch so einen relativ coolen Bereich. Da möchte ich jetzt eigentlich nicht spoilern, aber als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mich einfach nur gefreut und meinte, wie cool ist das denn? Dankeschön, Ubisoft. Was können wir so in dem DLC machen? Es ist eigentlich wie im Hauptspiel, alles ist wieder da. Es gibt wieder die kleinen Rätsel, es gibt wieder die Tierbauten und alles eigentlich, was ihr aus dem Hauptspiel kennt, können wir auch hier wieder weiterführen. Es gibt wieder neue Waffen, 4 legendäre Waffen gibt es beim Questen, es gibt 2 neue Mounts und dann insgesamt, glaube ich, 10 oder 12 Monturen. Wobei eine Montur natürlich richtig cool ist, und zwar die, die ihr direkt am Anfang kriegt, namens The Hidden Ones Montur. Dazu habe ich auch schon ein Video rausgebracht, könnt ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Wenn ihr jetzt also überlegt, ob sich die 10 Euro lohnen, dann kann ich nur sagen, ja, ihr werdet rund 5 bis 7 Stunden Spielspaß haben, je nachdem wie viel Zeit ihr euch lasst. Also wenn ihr ein sehr entspannter Spieler seid, der sich wirklich alles in Ruhe anguckt, dann rechnet eher mit 7 Stunden. Wenn ihr das eher schnell durchzieht und die Quests alle nacheinander abarbeitet, dann seid ihr da wahrscheinlich in 5 Stunden schon durch. Aber wenn ihr überlegt, ihr zahlt dann ungefähr 2 Euro pro Stunde. Mir ist es das wert, weil ich weiß auch, wie viel Arbeit in so einem Spiel steckt. Das ist unglaublich. Jedes Detail muss ja da platziert werden. Da steckt ein unglaublich großes Team hinter. Und vergleicht man, dass man für 10 Euro die Equipment Packs bekommt, dann ist das wieder sehr unverhältnismäßig. Also die Packs sind ja quasi nichts. Totale Geldverschwendung, aber das DLC dagegen ist eine sehr coole Sache. Für 10 Euro würde ich das jederzeit wieder kaufen. Ich habe ja den Season Pass, aber an der Stelle lohnt sich das dann auf jeden Fall. Wenn ihr euch weiterhin fragt, ob ihr das Ganze kaufen wollt, dann schaut doch mal meine Let's Play-Serie zu der Thematik. Da könnt ihr schon mal ein bisschen reinschnuppern, ein bisschen durchskippen, wie das Ganze aussieht. Ich werde da mit der Zeit alles abgedeckt haben, das ganze DLC durchgespielt haben. Schaut da auf jeden Fall regelmäßig nochmal rein, bleibt up to date mit einem Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Fragnat.